brauchen wir noch ein paar Balken. Damit wir die auch haben. Okay. Eisenmeißel. Kann ich die Weinpresse bauen? Besser Hofbegrüßer und Steinscheibe, Drehscheibe. Oh, Scheiße. Da müssen wir wohl auf die nächste Fuhre warten. Halte ich auf jeden Fall mal, oder nicht, baue ich erstmal noch was in der Kirche. Dann halten wir eine Messe ab, bevor der Tag vorbei ist, sonst sind wir, sonst ist der Bischof böse auf uns. Weil wir keine Messe gehalten haben. Muss ich das Öl angeben. Wenn wir das machen können. Wollen wir noch schnell eine zweite Kirchenbank? Enttäusche mich nicht, Spiel. Planke 5. Okay, jetzt können wir noch eine Kirchenbank bauen. Und halten wir mal die Messe ab. So. Schauen. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. So bestimmt bitte, die Kirche ist toll. Unsere Kirche ist klasse. Toll, toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Okay, okay, toll, toll. Eure Spenden sind immer willkommen. Tolle Predigt. Wow, ich habe jetzt nur 4 Glaube gekriegt. Und zuvor habe ich immer 3 gekriegt.
Sehr schwierig. Sehr ernst, ja. Okay, jetzt bauen wir schon mal wenigstens einiges. Den Glauben, den lagere ich immer da unten. Ach scheiße, ist er wieder weg. Oh. Da muss ich ihm die Suppenschüssel beim nächsten Mal geben. Verdammt, wieso muss er immer wegrennen? Und es ist wieder Frau Dingsbums da. Öl. Kann ich auf Fett. Oh, scheiße. Da haben wir den Salat. Da müsste ich jetzt ein Exhumierungs-Ding kaufen und die dann. Außer ich kann den Stempel noch kriegen und dann. Denn ich denke nicht, dass der Geist nochmal kommt und uns so ein Ding gibt. So, jetzt muss ich mal schauen, was kann ich an diesen komischen Jurik eigentlich verkaufen. Im Allgemeinen, was ich so verkaufen kann. Hm. Ich könnte ein bisschen. Gucken, ob ich solche Stückchen. Den Holzfäller verkaufe und. Nehme mal Steine mit. Und 30 Eisen. Verkaufe ich dann dem. Ding. Mit dem Holzboy da hoch.
Wenn man nur Holzsachen kauft. Das ist ein gutes Angebot, würde ich mal sagen. Und mit ihm hier können wir ja handeln. So. Jetzt gehen wir einfach mal gemütlich wieder zurück. Gucken mal, ob wir diese Exhumierungserlaubnis kriegen. Dann grabe ich dir eine Leiche oben aus. Zerleg die. Dann gucke ich, dass wir nochmal eine irgendwo rauskriegen. Und dann zerlege ich die auch noch. War wohl das Öl. Wie hässliche Esel. Ja. Ich bin voll müde gerade. Damit er uns weiter Leichen liefert. Unsere Erwerbstätigkeit. Er nimmt uns das weg, was wir wollen. So, wenn jetzt Kraft zurückkommt, dann das ist ziemlich gut für uns.
Eine Leiche mit 0%, schauen wir mal, ob die was bringt. Ich muss heute in der Stadt wieder so eine Erlaubnis kaufen. Und noch irgendjemanden ausbuddeln. Ja gut. Ja, ich hätte nichts und ich kann auch nichts. Das ist schwierig. Achso. Ich habe es dir nicht. Zwei solche Urkunden bekommen. Oh, das sind schon einige, das ist fertig. Okay.